Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Wir machen Gigamurks. Deswegen machen wir es ganz einfach und gehen als Burg rein. Welcome to Nova. Pyros am Start, Masken am Start. Wölfe sind zwar auch da, aber die will ich nicht. Also nehmen wir die Schleime mit. Machen wir so. Können Pyro-Start machen, weil wir sonst gar keinen magischen Schaden haben. Nehmen wir also mit. Ready. Upgrade, Ende. Ich muss sagen, Gigamurks ist mir so fast der liebste Spielmodus, den man hier haben kann. Macht irgendwie am meisten Spaß. Ein Super Fiesta ist nichts anderes, außer du spielst wirklich Fiesta so. Und ich meine, hier kommt es am Ende meistens auch darauf an, dass man denn die ganze Zeit irgendwelche Mimics schickt. Ein Achterteil. Aber trotzdem kann man hier mehr machen, indem man jede Einheit fett machen kann. Und das finde ich gar nicht schlecht. Gerade so eine dicke Brut oder sowas, die hat auch schon was. Hä? Ganz vorne hin. Mega Slow Attack Speed. Das ist eine Priesterin. Hat aber auch ein Pyro. Haben wir eine Schnecke rein? Gucken wir mal, was passiert. Seeschlange. Okay, da bin ich also dann auf Nahkämpfer beschränkt, größtenteils. Schon echt gut Mana gesammelt. Masken reinhauen. Und Level 2 Schnecke draus. Und dann noch Riesenschnecken oben drauf, ist natürlich mega fett. Hat ja schon volles Mana auf die anderen beiden auch schon. Sogar eine Dreierschnecke.
So, machen wir erstmal noch zwei Bazookas hin. Die habe ich schon aufgewertet. Ex-Armee, Zuschuss, alles oder nichts. Nächsten aufgewertet. Gut rauszukriegen könnte ihn richtig nerven. Erzähl mal den Madman. Schnell kriege ich noch raus. Das gehalten. Da komme ich auch durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So will ich das haben. Schnecken raus. Schleim Upgrade. Ist immer schön entspannend. Im Vergleich zum Ranglistenmodus, wo man da aufpassen muss. Jeder Fehler ist fatal. Es wird eine Viererschnecke. Zwei Worker. Weiter Schneckenrei hin. Stell dir mal lieber safe hin. Es ist mir wichtiger, als dass er hier vorne irgendwie steht und einen Schuss mehr rauskriegt. Wieder eine Quattro-Schnecke. Mega Schleimplatz hier hat. Ja, nehme ich die Woche lieber mit. Soll doch so hinhauen.
Also die Chancen sind schon stark. Das darf man nicht vernachlässigen. Die Frage ist, was haue ich jetzt rein? Ich könnte Unholde reinmachen. Noch Stichschaden dabei für die Seeschlangen. Aber das war's dann auch schon. Noch Unhold geht. Machen wir noch die King-Aufwertung. Bei vielen Wirkungen wird es dann erst lustig, wenn du dann alle fett upgraden kannst. Da ist er. Der große Kingpin. Und die fetten Seeschlangen. Alter, warsch mich nicht. Oh. Das gibt's doch nicht. Das hat mich echt viel Gold gekostet. Dass der noch Mini-Leben hatte. Abnormal. Ja, zwei neue Pyros und noch Worker holen. Ich werde das wieder auf 13 wahrscheinlich was machen. Da heißt doch die Kingpin. Das sehe ich jetzt erst. Also, weil der mit 150 Leben durchgekommen ist, bin ich von ganz oben fast ganz runtergefallen. Das ist wirklich brutal. Wir werden jetzt ordentlich Worker pushen. Madman zum Golem und drei neue Worker. Und dann gehen wir auf 13. Jetzt bin ich wieder ganz oben. Und dann gehen wir auf 13. Wenn ich Stich mit reinschicke, soll es funktionieren. Ich die Seeschlangen wegmache. Wirklich viel Auswahl habe ich ja nicht. Ich kann ja nur den Mimik spielen an sich. Ich kann Dinos holen, die haben auch Stich. Sind zwar Tanks, aber die haben auch Stichschaden. Ja, machen wir gleich doppelt. Doppelt hält besser, nicht wahr? Einen kriege ich noch raus, dann habe ich noch 60. Nehmen wir dann noch den Unhold mit. Vier Rodino ist schon ganz schön fett. Wir nehmen die Blut mit.
Hä? Komisch. Und ganz viele Seeschlangen. Na, sieht aber gar nicht schlecht aus. Es hat nur einer gehalten. Der hat aber, der hat wahrscheinlich Double Login genommen mit Kingpins und diesen Seeschlangen. Weil ich kann so kein Voreis schicken. Das ist das Problem. Ich kann kein Voreis schicken. Schickt wahrscheinlich wieder Dinos raus jetzt auf der 15. Ein großer Maulwurf. Krieg ich nicht angewählt. Jetzt. Ein Vierer. Sehr gut, der Dino kam noch raus. Yes, my lord. On my way. Und Voreis drin, die Dinos haben wir drin. Könnten wir schon auf jeden Fall was reißen. Wo ist mein Voreis? Weg. Der ist einfach weg gewesen. Ja gut, das ist dann halt die Strategie, nicht wahr? Keine Fernkämpfer. Hm. Schwierige Sache. Consider it done. Auf 18 könnte ich noch mal probieren. Das macht auf jeden Fall noch mal Sinn. Dicker Dino. Holy shit! Das
ist nur ein Dreier, aber der hat die übelst gefressen. Neunundneunzig Piepen erhalten. Das ist krass. Jetzt hat man ordentlich locker auf. Das hat übrigens einen Nachteil, wenn du so eine dicke Einheit mit vielen Aufwertungen, jetzt hier ihn zum Beispiel, nicht halten kannst. Dann verlierst du übelst viel Gold. Da habe ich auch nicht verkackt. Lass mich rum, ich habe schon geschickt. So. Zack. Ich hatte halt schon mal angefangen zu schicken. Jetzt war ich mir trotzdem noch 400, aber... Ja, die Kippen sind übelst schnell down. Der hat halt übelst viel Power. Schade. Können wir noch ein bisschen Frontline aufwerten. Ich weiß nicht, was der will von mir. Oh. Holy shit. Alles gehalten, sehr gut.
Im Moment leben wir noch. Die haben wir noch nicht gesammelt. Aber ich habe schon 1100er abgekriegt. Ich meine, da hat sich jetzt das Zeug gelegt, wahrscheinlich. Nicht nur Autosend gehabt. So. Pyros sind schon mal am Start. Aseria, Wächter der Meere. Noch Doppelgänger. Und mit einem Chefkoch. Maximaler Ogre. Alter, noch über 1000 Damage. Da ist noch mal ein bisschen aufgewertet. Mir fehlt halt ein Stichschaden. An Stichschaden gibt es halt kaum was. Zumindest was einem viel bringt. Natürlich ist der Ogre da oben. Das ist nervig. Der hätte unten so viel mehr machen können. Bleibt oben stecken. Aber sieht nach Sieg aus. Alle sind durchgekommen. Ach doch, Schamane. Macht auch fast 1000 Damage. Victory. Gigamörks ist immer wieder geil. Auch wenn der Ogre oben hängen geblieben ist, ist er trotzdem mega fett gewesen. Über 1000 Damage, holy shit. So, dann weiter ohne Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.